Talking nutty to me. If freedom of movement is one of the fundamental rights of man, then a prison train such as this was provided an ingenious loophole for my scheming captors. They slapped a fresh coat of paint on its rotting sides, and even went so far as to give it a rugged and exciting-sounding name, the Siberian Express. Okay, ich glaube, wir könnten es jetzt noch mal mit dem Passwort versuchen. To get into the headmaster's office upstairs, we will need his PIN code. I don't have it in my files, but we can recover it. We'll need to answer some security questions first. Oh nein! Andere Fragen. Okay, also er hat ja eben so vom Fleisch geschwärmt, also muss es doch Steak sein. When? Oh nein. Also wir haben jetzt das 21. Jahrhundert und der Sibirien-Express und so. Das muss, ich würde mal sagen, 68 oder 54. Scheiße, weiß ich nicht. Soll ich wirklich raten? Ich habe Angst zu raten. Okay, da gucken wir uns lieber noch mal um. Ist das der Typ, der uns eben festgenommen hat? Nee, danke. Money Laundering, Geldwäsche. Auswandern in die USA, da kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass wir da schon was von gehört hätten. Gehört oder nicht? Nee, guck mal, hier ist der Typ. Hier, die 1 kennen wir nämlich noch nicht. Die müssen wir uns anhören, das könnte es sein. Probieren wir doch den neuen Skill dann mal aus. So sieht das aus. Was? Wo geht's hin? Okay. Hier müssen wir nämlich rein. Wie er sich jetzt dreht. Okay, offenbar bleibt er immer in die Richtung gedreht. Die schnappen There's a press rack there. Ein paar Collectibles wollen wir haben. Wenn er in die Richtung guckt, nee, ich warte, bis er in der Ecke hier ist. Können wir uns natürlich noch nicht anhören. Okay.
Nee, das ist jetzt nicht das Ding, was wir brauchen. No sign of the girl. Upon completing the first draft, I delivered it personally to a small publishing house in the capital of France. A minor company I acquired and resurrected to suit my needs. I even went so far as to live in the rickety old apartment above the offices to personally oversee the publishing process. Oversee, ja? Hier hat Dr. etwas geglänzt. Ist das etwas, was mir helfen kann? Look, pepper spray. Gut, ja. Das ist gut zu wissen, aber hilft uns nicht wirklich. I've got my post. Ich muss mir die anderen Dinger gleich nochmal anhören. Ist mit den USA dabei, oder? Hören wir uns das Ding hier nochmal an. Ich war da eben nicht ganz so drauf fixiert, weil uns ja der Fußball dann geschnappt hat. And though I was born into a world already in progress, with its arcane laws and perverse morality, with a washwoman for a mother and a question mark for a father, I knew that one day I would retire to a country of my own design. Ah ja, you retire to a country. Versteck dich. Nein, nicht rennen, verstecken. Verdammte Scheiße. Wir gehen doch nochmal zurück. Aber ich bin ziemlich sicher, dass im Zug dann, wow, was Amerika irgendwie betraf. Wir gehen hier gleich nochmal raus. Wir können ja mal eben gucken, was wir bekommen haben. Kassetten können wir nicht hören. Ellison, who lets his nameless protagonist vacillate between conforming as an amnesiac of racial disadvantage and recalling all the doors locked by white hands. Belonging versus integrity. This book keeps open and raw such dichotomies, like festering wounds, while preserving an outdated model of social conflict. Invisible man should remain invisible. Okay, vermutlich geht das um Rassenverbrechen. Okay, also diese Aufnahme, die Aufnahme im Zug ging um Essen. Und das ging um den Sibirien-Express. Aber es muss doch dann irgendeine Aufnahme gegen die um Amerika gehen. Aber wo? Was ist die Frage? Okay, hier läuft ja anscheinend auch manchmal ein Plus-Track um. Dann verstecken wir uns mal unter dem Schreibtisch. Kamera gepumpt. Okay, da sollte jetzt erstmal keiner sehen. Okay. Hier ist der eine Wächter. Ah, das ist der Raum. Tja. Irgendwo hier muss es noch was geben. Hier waren keine Türen, oder? Ja, also keine, die ich öffnen kann. Komm, was soll's, nehmen wir mal die Batterie dafür. Das ist wirklich die beste Fähigkeit ever. Warum habe ich die bisher noch nicht gekauft? Zu geizig, echt zu geizig. Okay, der geht sogar bei uns vorbei. Mann, der hat ja eine Mega-Route. Der geht ja wirklich ganz voll.
Wo bewegst du dich denn schon wieder hin? Nein, nein, nein. Wie ein Sack Flöhehüten, sage ich euch. Okay. Immer schnell hier. Aber das ist doch der Klassenraum, oder? Irgendwie was übersehen? Ich würde jetzt einfach raten. Ich werde jetzt einfach verdammt nochmal raten. Könnte man eigentlich extra speichern in diesem Spiel? Nein. Was soll jetzt denn mehr? To get into the headmaster's office upstairs, we will need his PIN code. I don't have it in my files, but we can recover it. We'll need to answer some security questions first. Okay, ich sag 54 oder 68. Ich nehme jetzt. Ja, das war's jetzt. Ab in die Büsche, würde ich sagen. What the? I'm going after this. Where's Rick? On their patrols. Kann sein. Ja, ich bin. Also, der kann mich ja gar nicht sehen. Unmöglich. Armed and ready. Oh nein. Ja, dann können wir ihn wenigstens noch beklauen. Jay, wenn wir uns hier in deinem Schreibtisch verstecken, findet der uns nie. Niemals nicht. Ja gut, der Alarm ist sowieso schon an, also was soll's. Steak? Was? What color are your mother's eyes? Ich weiß, er hat gesagt, sie ist eine Wäscherin. Aber hat er gesagt, welche Augenfarbe sie hat? Ach, scheiße, Mann. Okay, blau. Oh, Gott. Er hat in Paris gelebt, das weiß ich. None of the above. Oh. Okay, okay. Oh. Jetzt muss nur noch der Typ hier abhauen, damit ich hier wieder raus kann. Ich trau mich gerade nicht an ihm vorbei, weil der Effekt von dem Gas muss eigentlich gleich vorbei sein, oder? Oh Gott, ich höre Schritte. Lost track of the girl. Lost track of the girl, ja. Sehr gut. Ja, guck nochmal in die Büsche und dann geh bitte. Did you go? Nee, ich bin da, keine Angst. Ja, geh hier um die Ecke. Das finde ich super. Threat level is returning to normal. Sehr gut, schön, wie du siehst. Good thinking. Eine Wache. This spot looks good. Gut, versteck dich mal hier. I hope they can't see me. Mal gucken, wie die Wache sich oben bewegt. Oder ist das jetzt wegen dem Alarm? Wir haben ja noch kein 2. Wo kommst du her? Das kann ich kaum mehr. Ich meine, lieber, wie er sich bewegt. Hier in dem Raum? Oder, ach, der ist von draußen. Tatsächlich. Ja gut. Wahrscheinlich die Wache, wo wir draußen schon mal vorweggelaufen sind. So sehe ich das hier. Gut, dann mal schnell durch die Tür, bevor der Tickel wieder reinkommt. Mit dem Kamera hopsen, ich kann sie doch nehmen. Hier rein, bitte. Ich weiß, du musst schleichen, aber kannst du noch ein bisschen schneller schleichen? Oh Gott. All's quiet here. We're getting. Das kann sein. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin?
Mann, hier lang. Wenn wir schon extra durch diese Tür mussten. Was gibt's hier? Oh, ne? Gehen wir auf jeden Fall rein. Also, Headmaster's Office. Ich gehe zum Headmaster's Office, okay. Ja, geh da hoch. Das gefällt mir. Hm. I'll hold on to this. The girl has found one of the banned books. The overseer has banned many books inside of Metamorphosis. As the poor librarian upstairs once said, it is better to ban a book than to burn it. Talk about taking lemons and making lemonade. I wonder if there are more books like this one lying around. Okay. Okay, ich spiele jetzt schon eine Weile. Ich glaube, jetzt mache ich meine Pause. Also, das war's für diesmal von Eurem Nerdmädchen. Und das nächste Mal versuchen wir mal, unser Omni auf Level 2 zu bringen.